Madeira ist eine portugiesische Insel mit 235.000 Einwohnern, 951 Kilometer südwestlich von Lissabon im Atlantischen Ozean. Jährlich kommen über 1 Million Besucher, um die außerordentlich schöne Landschaft der Vulkaninsel zu genießen. Neben dem Tourismus spielt aber auch Sport und Handball eine bedeutende Rolle. Als portugiesischer Vizemeister sind die Insulaner in der dritten Runde des EHF Cups fix gesetzt. Die Jungs von A1 Bregenz erreichten die Insel vergangenen Freitag und versuchten sich in den ersten beiden Tagen bei sommerlichen 25 Grad erstmal zu akklimatisieren. Teamarzt Dr. Johannes Hartl tauschte dieses Mal das Kalbell gegen den Fotoapparat. Gott sei Dank konnte Markus Wagesreiter noch rechtzeitig abbremsen, sonst wäre er hier am Miradouro Balcões über 200 Meter in die Tiefe gestürzt. Nachdem die erste Eingewöhnungsphase abgeschlossen war, ging es mit Riesenschritten in Analyse- und Trainingseinheiten in Richtung Anpfiff. Coach Martin Liebtag bereitete den österreichischen Rekordmeister vor allem auf die offensive 3-2-1 bzw. die ungewöhnliche 3-3-Deckung der Portugiesen vor. Bei Trainingseinheiten wurden die Muskeln noch einmal gelockert sowie Taktik und Spielzüge durchgenommen. Der Bregenzer Headcoach gibt sich locker. Noch ist nichts von der Anspannung der großen Herausforderung zu spüren. Anders wenige Stunden später. Madeira gelingt es immer wieder durch Würfe aus der zweiten Reihe oder hier durch schöne Kreisanspiele zum Torerfolg zu kommen. Auf der anderen Seite werfen vor allem in der Anfangsphase Neuerwerbung Vedran Barnic und Mario Jelenic vor allem aus der zweiten Reihe stark und können immer wieder für sehenswerte Treffer sorgen. Hier eines von zwei Toren des jungen Kroaten. Der Mann des Bregenzer Angriffsspiels vergangenen Sonntag ist allerdings Fabian Posch. Er kann sich ganze 10 Mal in die Torschützenliste eintragen und wird immer wieder freigespielt, wie hier durch Vedran Barnic. Posch aparecer novamente, jogador Marian Posch. Fabian Posch. Bregenz kann sich nie wirklich absetzen und liegt in der ersten Halbzeit schon bis zu 5 Tore zurück. Den Umschwung bringt einen Torhüterwechsel mit Chrissy Winkler. Nach vielen Auf und Abs in der zweiten Halbzeit findet der Torhüter Goran Aleksic wieder zu seiner Form zurück und kann wichtige Bälle entschärfen. Segundo livre set match falhado. Diretamente para a zona dos braços. Das Spiel verläuft in weiterer Folge auf Augenhöhe und Bregenz verliert knapp mit einem Tor 31-30. Heute Samstag ist man auf Seiten des österreichischen Rekordmeisters allerdings sicher. Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen und in das Achtelfinale des EHF Cups aufsteigen. Die sportliche Leitung von A1 Bregenz rund um Roland Frühstück und Martin Liebtag ist sich jedenfalls sicher. Mit der Erfahrung und der vollen Halle im Rücken kann es der gelb-schwarze Meister heute schaffen. Repetir os erros dos últimos 5 minutos.